Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe extra darauf verzichtet, obwohl wir dem Einzelvorschlag der Kolleginnen und der Kollegen des SSW durchaus kritisch gegenüberstehen. Ich habe explizit darauf verzichtet, zu versuchen heranzuziehen, ab wann Kinder religionsmündig sind, ab wann Kinder einen Segelflugschein machen können, ab wann Kinder Haustiere kaufen können. Wir reden über kranke Kinder. Und ich wusste bis heute nicht, insofern lebenslanges Lernen. Also gut, man kann mit 14 einen Segelflugschein offensichtlich machen. Den kann man allerdings mit 40 Grad Fieber und Durchfall ganz bestimmt auch nicht machen. Insofern, ich finde diese Argumentation schwierig. Ich bin dem Kollegen Balke ausgesprochen dankbar, dass er auf das Kernproblem hingewiesen hat. Das Kernproblem, meine Damen und Herren, übrigens nicht erst seit 21, als wir gemeinsam Sozialdemokraten, Grüne und Freie Demokraten einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben. Aber da ist noch mal sehr deutlich geworden, dass extrem hohe zweistellige Milliardendefizit der gesetzlichen Krankenversicherung, meine Damen und Herren. Und da bin ich nicht bereit, das einfach wups vom Tisch zu wischen. Ich kann den familienpolitischen Ansatz, ich kann es verstehen. Und ich habe auch viel Sympathie dafür, dass man sagt, wir brauchen Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser miteinander in Einklang bringen, gerade wenn es um betreuungsbedürftige Kinder geht. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen auch ein Krankenversicherungssystem, das in Zukunft funktioniert und noch finanzierbar ist. Und das sage ich, und ich glaube, ich kann das mit Fug und Recht sagen. Ich habe mich nämlich während der Pandemie vehement dafür eingesetzt, dass wir diese Kinderkrankentage deutlich erhöhen. Sie wissen, die lagen während der Pandemie bei 20 Tagen je Elternteil und bei Alleinerziehenden bei 40 und bei mehreren Kindern lagen sie bei 45 und bei Alleinerziehenden bei 90 Tagen. Dazu stehe ich. Das war richtig in dieser Ausnahmesituation und ich finde es auch richtig, dass sie auf die Werte angehoben wurden, die hier schon zur Rede standen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich gut mit der Ausschussüberweisung, kann ich gut mit anfangen, können wir gerne darüber reden, wie wir im Zweifel Instrumente finden können, die Familie und Beruf noch besser in Einklang bringen. Aber ich sage auch, das, was wir seit Ende der 70er Jahren machen, nämlich laufend politisch neue Leistungsversprechen ausschließlich im System der GKV bzw. des SGB V reinschreiben und politisch aber nicht im Gleichklang dafür sorgen, dass dieses System auch wirklich dauerhaft ausfinanziert werden kann, das finde ich nicht nur schwierig, sondern das finde ich falsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deswegen sage ich danke für den Impuls. Vielleicht fällt uns was ein. Vielleicht werden noch andere Missstände oder andere Probleme aufgedeckt. Aber ich glaube auch nicht, dass der Schleswig-Holsteinische Landtag oder der Sozialausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages in der Lage sein wird, das, was seit 1979, damals gab es das erste Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz, dann die berühmte Blüm-Novelle, wo übrigens die Altersgrenze von 8 auf 12, 1989, ich weiß gar nicht, ob Sie da schon geboren waren, Herr Kollege Bartke, sehen Sie, ich habe meine Hausarbeit damals über die Blüm-Reform geschrieben im Fach Finanzwissenschaft, also auch da neben, nein, das war die Krankenversicherung, von der ich gerade rede. Also was ich damit sagen werde, wir werden diese strukturellen Probleme natürlich nicht im Sozialausschuss beseitigen. Und deswegen, wäre der Kollege Kilian vielleicht, also dann sind Sie herzlich eingeladen. Ich glaube ernsthaft, meine Damen und Herren, dass wir in der Abwägung der Leistungsfähigkeit unserer Sozialversicherungssysteme, der Finanzierbarkeit und damit auch der Generationengerechtigkeit, dass das genauso wichtige Argumente sind, die man bei der Abwägung dann am Ende mit in die Waagschale werfen muss. Herzlichen Dank fürs Zuhören.